Also, das ist er jetzt hier, ja, der Trailer. 1:19:45. Also, ja, Trailer zu Season 1. Da bin ich aber jetzt mal gespannt wie im Bettlaken. Ships traversing these waters, pirates from across the world are driven into a feeding frenzy. Experience it all for free in the first season of Skull and Bones, Raging Tides. Raging Tides, okay. Ich bin ready für die Raging Tides. Face the vicious Captain Philippe Lepest and his legendary pirate ship. Oh, das ist cool. In the tides of terror. Incurring the wrath of local supernatural forces, he leaves the Caribbean for the Indian Ocean in search of a cure for the curse inflicted upon him and for control. Das ist genau das Setting, was ich mir gewünscht habe, tatsächlich. Oh, neue Waffe. He and his ravenous fleet of plaguebringers and plague hunters will pose a threat to your pirate empire. Luring into all-out naval warfare by decapitating his captains and taking down his invading fleet, leading up to an epic showdown. Encounter world events, sehr gut. With more pirates swarming the Indian Ocean for a chance at untold. Warte, wieso denn more pirates? Wieso denn more pirates? Werden die Multiplayer-Gruppen größer oder werden die Server größer? Wieso sagt er denn mit more pirates? Macht keinen Sinn. Oh mein Gott! Boah, da muss ich aber Pause drücken. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Aber sieht sehr ähnlich aus zu dem Vieh, was wir schon haben, oder? Ich hätte mir mehr eher so ein Tentakelvieh gewünscht, so ein Kraken oder so. Auch cool. Ah, da habe ich Bock drauf. Oh, guck mal, man kriegt die Dinger hier von dem Geisterschiff. Falls das nicht der Gegner ist, aber ich glaube nicht, sieht aus wie unser Schiff. Das goldene Ding, langweilig. 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 Oh, ist das Osten? Das ist Osten, oder? Ich erkenne doch Osten, wenn ich Osten sehe. Sieht aus wie Osten. Die haben wir doch 2 Stunden lang abgeballert. Warte mal, ist das ein neues Schiff? Hellbent on defending their territory, the clan of Farah pulls together all their resources to build an elite war. Oh, das ist neu, oder? Sieht cool aus. Ich frage mich, ob das nur visual ist, also Skin. Oder kann ich damit die Leute wegrammen und aufspießen? Climb the leaderboards of the Raging Blast. Ja, easy. Your reputation is everything. Climb the ranks of the Kingpin. Diamond. Würde mich ja mal interessieren, was da ist. Diamond. Diamond gibt's noch. 300.000. Wer ist denn Platz 300? Hä, das war gar keinen Sinn. 300.000? Was ist das hier? Ist das die Platzierung? Was ist das? Das sieht komisch aus. Leaderboards to secure your place at the top and unlock exclusive higher tier weapons and equipment. Was? Wenn du in den Leaderboards aufsteigst, kriegst du higher tier weapons? Bestimmt meinen die nur den Sovereign, oder? Die meinen nicht, dass ich jetzt so pay-to-win-mäßig bessere Waffen bekommen als jemand, der weit unten in der besten Liste ist, oder? Die meinen bestimmt so Rain, oder? For an edge against your enemies. Amidst the brewing turmoil, an influential das habe ich noch nie gesehen. The West hears of your exploits and reaches out to you with a proposal to smuggle high-value resources under the nose of mega corporations. Mega corporations. The pests rise to power. Prove your worth and reap rewards as you progress across 3 unique. Stopp, stopp, stopp. Das ist der Schmugglerpass. Langweilig. Nein. Ich glaube, das ist nur Cosmetic, Mann. Ich glaube, das ist nur Cosmetic. Da habe ich nicht gesehen, aber sieht auch. Was ist das? Das ist Währung, ne? Farbe. Langweilig.
ein Reparaturset, eine Torsionsfeder, Skin, sieht sehr langweilig aus, eine Farbe. Skin, Skin. Oh, 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 oh. Was habe ich denn da erblickt? Meint ihr, das ist das neue Schiff oder ist das ein Schiff, was wir schon haben? Macht ja keinen Sinn, ein Schiff, was wir schon haben. Das wird ein neues Schiff sein. Das muss aber doch free sein. Ein Boot, ja, ein Boot. Safe neu. Ist der für alle oder ist das hier nur der bezahlte? Das kann ich mir nicht vorstellen, das gibt's nicht. Das muss ja für alle sein. Wenn das der bezahlte ist, crazy. Heal-Schiff, okay. Oh mein Gott, da waren aber witzige Haare. Also, oder was ist das? Oder ist das eine Kopfbedeckung? Da sehe ich Zillow doch drin. Das ist der Free Pass, okay. Okay, Shipmaster, Quartermaster, Gunnermaster. Und der in der Mitte ist dann Free, oder wie? Ja, okay, da sagen es gerade. Shipmaster, kriegst du das komische Schiff. Oh, das sieht cool aus. Free Seasonal Armor. Ob das besser ist als das, was wir schon haben? Oh. Free Seasonal Blueprint La Potenz. Neue Waffe? Oh, das ist cool. Da war eine weiße Katze. Das sieht krass aus, ne? Diese grünen Kugeln, die werden wir so ballern. Auf die grünen Kugeln habe ich da so Bock. 27. Februar. Raging Tides. Aber wie lang geht die Season? Geht die wirklich 3 Monate? Geht die wirklich 3 Monate? Weil für 3 Monate ist das scheiße wenig Content. Also das ist ja noch weniger Content, als wir bei Diablo Season 1 hatten. Klar, man kriegt ein neues Schiff. Und man kann da immer noch auch weiter in der besten Liste aufsteigen. Aber wir haben dieses eine Vieh, was wir besiegen können. Ich habe es nicht ganz verstanden, ob es ein neues Fort gibt oder so. Ich glaube... Ja, das war's. Ich glaube... Da werden wir schnell mit durch sein. Ist die Frage, ob das so Zeug ist, wo es sich lohnt, da wieder öfter hinzugehen. So geisterschiffmäßig. Ich bin gespannt. Aber das sah erstmal nicht schlecht aus. Das sah wirklich erstmal nicht schlecht aus. Für die erste Season, neues Schiff, neue Waffe, neue Zusatzmodul. Klar, viele Skins, neuer Gegner. Ich glaube auch irgendwas mit dem Forts, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn da stimmt, mehr Leute auf dem Server oder höhere Multiparty-Gruppen. Klang erstmal nicht schlecht. Man kann leicht gehypt sein, auf jeden Fall.